Okay. Letzter Teil von unserem Seminar, lehre einen Mensch zu fischen. Es gibt dann noch mehr Gesetzmäßigkeiten, die wir noch vorbereitet haben, die dann eher noch so, nicht nebensächlich, aber nicht ganz so entscheidend sind, aber interessant sind, die ihr dann auch auf den Folien noch weiter studieren könnt. Jetzt wollen wir noch einige der wichtigsten Dinge mit euch durchgehen und ich würde vorschlagen, dass wir noch einmal gemeinsam mit einem kurzen Gebet beginnen und dann auf die Schlussgeraden uns zubewegen. Lasst uns gemeinsam aufstehen dazu. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für all das, was du uns beibringst und für all das, was wir lernen dürfen. Und du weißt, es ist vielleicht sogar eine ganze Menge an Informationen und wenn wir nicht alles jetzt behalten können, sind wir dankbar auch für die Aufnahmen, die uns dann später noch all das nochmal nahebringen können und wenn wir es nochmal vertiefen und studieren können. Und wir möchten dich bitten, dass du uns noch einmal jetzt Aufmerksamkeit schenkst, dass wir uns gut konzentrieren können auf diese Dinge, die wir lernen dürfen. Und wir bitten dich, dass wir sie vor allem dann auch täglich anwenden, um nach den Schätzen zu graben, die du in deinem Wort uns gegeben hast. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Das nächste Gesetz oder die nächste Gesetzmäßigkeit, die wir anschauen wollen, ist das Gesetz der biblischen Namen. Und ich glaube, ihr habt schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommen am Mittwochabend, als der Alvar Meyers über 1. Mose 5 auch gepredigt hat. Könnt ihr euch erinnern? Über die biblischen Namen dort. Und das ist das Gesetz der biblischen Namen, das er da im Wesentlichen angewendet hat. Wir wollen das nochmal ganz kurz hier anschauen und vertiefen an einem Beispiel. Und diejenigen, die das schon 30 Mal von mir gehört haben, weil sie in meiner Gemeinde sind, mögen jetzt ganz kurz den anderen, die es noch nicht gehört haben, die Gelegenheit geben, wenigstens kurz nachzudenken, okay? In Offenbarung 12, Vers 7, nicht 17, Vers 7, heißt es, und es entbrannte ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Das sind zwei wichtige Hauptpersonen in diesem Vers. Wer sind die wichtigen beiden Hauptpersonen? Michael und der Drache. Jetzt machen wir mal Bibelstudium ersten Grades, okay? Erstes Level. Erstes Level wäre, wer ist der Drache? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen, wer ist der Drache? Satan, woher wissen wir das? Ist im gleichen Kapitel nur zwei Verse weiter unten. Wenn ihr nachschaut, in Offenbarung 12 und dort Vers 9 heißt es ganz eindeutig, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Also das ist, was man sagen könnte, das ist Bibelstudium Level 1. Ich lese das restliche Kapitel, ich lese den Kontext und finde schon im direkten Kontext eine Antwort auf meine Frage. Jetzt die zweite Frage, die wir haben, wer ist Michael, lässt sich nicht ganz so leicht beantworten. Denn im ganzen Kapitel gibt es keinen direkten Hinweis, wo steht, Michael ist gleich, richtig? Oder hat jemand in Offenbarung 12 so einen Vers gefunden, wo steht, Michael ist gleich? Lass mich fragen, wer ist eurer Meinung nach Michael? Das ist die klassische adventistische Antwort, Jesus, das ist richtig. Woher wissen wir das? Dann in 12 haben wir einen Hinweis auf Michael. Ich gebe mal eine Kurzfassung, okay? Das ist die Kurzbibelstunde in drei Versen. Für alle, die es noch nicht kennen, einfach mal aufschreiben. In Judas 9 heißt es, dass Michael der Erzengel ist. Übrigens, wie viele Erzengel gibt es? 3, 4, 5? Einen. Der Erzengel ist der, der über den Engeln ist, der Archangelos, der über den Engeln ist. Also in Judas 9 nennen wir, dass Michael der Erzengel ist. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 lernen wir, dass der Erzengel mit seiner Stimme die Toten auferweckt. Da heißt es bei der letzten Posaune, wenn der Erzengel rufen wird und so weiter und die Toten in Christus auferstehen werden. Also Judas 9, Michael ist der Erzengel, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, der Erzengel ruft mit seiner Stimme die Toten empor. Und kennt ihr einen Vers, wo gesagt wird, wer die Toten emporruft mit seiner Stimme? Einen anderen Vers, wo steht, dass jemand mit seiner Stimme die Toten hervorruft? In Johannes 5. In Johannes 5 heißt es in Vers 25 bis 29, dass alle die Stimme des Sohnes des Menschen hören werden, die einen zum Leben, die anderen zum Gericht dann auferstehen werden. Also das sind die drei Verse. Judas 9,
Michael ist der Erzengel. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Erzengel ruft mit seiner Stimme die Toten hervor. Und Johannes 5, Vers 25. Jesus ruft mit seiner Stimme die Toten hervor. Nur mal so zur Wiederholung. Was für ein Gesetz haben wir gerade angewandt? Ja, parallel könnte man sagen, ja? Anspielung. Eigentlich haben wir einfach verschiedene Bibelverse über dasselbe Thema genommen und verglichen, nicht wahr? Aber diese Gesetze haben ja eine gewisse auch, Überlappung sozusagen. Jetzt kommt meine Frage dritten Grades. Also erstes Level, wer ist Satan? Gleicher Kontext. Zweites Level, wer ist Michael? Da müssen wir schon durch die Bibel suchen und forschen. Jetzt kommen wir zum dritten Level. Seid ihr bereit? Drittes Level ist, warum in alles in der Welt wird Jesus in Offenbarung 12 Michael genannt und nicht Jesus? Wer hat Offenbarung geschrieben? Johannes. Wenn Johannes von Jesus spricht, welche Begriffe würde er normalerweise verwenden? Hm? Sohn? Ja, also in den Büchern, die Johannes geschrieben hat, also Johannes Evangelium, 1., 2., 3. Johannes und Offenbarung, mit welchen Worten wird Jesus meistens beschrieben? Das Lamm Gottes, nicht wahr? Wäre das nicht schön, wenn in Offenbarung 12, Vers 7 stehen würde, es entstand ein Kampf zwischen dem Lamm und dem Drachen? Denk mal kurz mal nach, wäre das nicht ein toller Vers? Also ich glaube, Evangelisten und Prediger würden das lieben. Ein Kampf zwischen einem Lamm und einem Drachen. Wäre doch toll, oder? Oder was wäre, wenn dort stehen würde, es entstand ein Kampf zwischen dem Wort Gottes und dem Drachen. Und wir würden wissen, das Wort Gottes kämpft gegen den Satan. Wäre doch super, oder? Man könnte, was meint ihr, wie viele Predigen wir halten würden darüber? Nicht wahr? Würde sich doch anbieten. Oder warum steht nicht einfach, oh, es entstand ein Kampf zwischen Jesus und Satan. Da wird es auch jeder verstehen. Warum sagt die Bibel, es entstand ein Kampf zwischen Michael und dem Drachen? Denk mal drüber nach. Dafür muss es ja einen Grund geben, oder? Was könnte der Grund dafür sein? Ja? Der Erzengel ist der Erste und Satan wollte der Erste sein, der Höchste, gleich sein im Allerhöchsten. Das ist ein interessanter Grund, dankeschön. Der Erzengel ist ja der über den Engeln steht. Und interessanterweise sagt Jesaja 14 über Satan, dass er seinen Thron über die Sterne Gottes, ein Symbol für die Engel Gottes, stellen wollte. Er wollte Erzengel sein. Das ist sehr, sehr wahr. Eine gute Beobachtung. Was noch? Warum wird hier wohl der Name Michael verwendet? Ja? Dankeschön. Es geht um die Namensbedeutung. Wie viele Namen hat Jesus? Geht mal eine Schätzung auf. Wie viele Namen hat Jesus? Wer sagt 10? 30? 200? Nennen wir mal ein paar Namen von Jesus. Immanuel, was heißt übrigens übersetzt? Gott mit uns. Was noch? Ich bin der Ich Bin. Was noch? Friedensfürst. Was noch? Jehova, also Jahwe. Menschensohn. Das Lamm, Messias, Erlöser, der Gesalbte, der Herr, der Weg, die Wahrheit, das Leben, das Licht der Welt, das Brot des Lebens, Shiloh, Sohn der Gerechtigkeit, Wurzel Isai, wunderbarer Rat, Weisheit, Friedefürst, glaube ich, hatten wir schon, aber vielleicht auch, ist es gut, dass wir es doppelt sagen, das Lamm. Das Wort. Das Wort? Das Leben. Okay, also wie viele Namen haben wir jetzt? Wie viele Namen haben wir? Schlag mal mit mir auf, Jesaja 9. Das nur nebenbei, das ist ganz, Klammer auf. Jesaja 9. Jesaja 9 und dort Vers 5 heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Und man nennt seine Namen. Jesaja 9, Vers 5. Und man nennt seine Namen. Was steht bei euch?
Seinen. Was ist der Unterschied zwischen Seine und Seinen? Wie viele Namen hat Jesus? Einen. Und was ist sein Name? Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst, Immanuel, Wort Gottes, Lamm. Es ist ein Name. Warum? Weil in der Bibel steht der Name für den Charakter. Hat Jesus verschiedene Charaktere? Er hat einen göttlichen Charakter. Aber dieser Charakter ist so gewaltig, so vielgestaltig, dass es keine Buchstabenkombination in menschlicher Sprache gibt, die alles beinhalten könnte. Er ist der Erlöser und der Retter, deswegen heißt er Jesus. Er ist der Gott mit uns ist, deswegen heißt er Immanuel. Er ist die Kommunikationsbrücke zwischen Gott und Schöpfung, deswegen ist er das Wort. Er ist das Opfer, deswegen heißt er Lamm. Er ist der Friedefürst, deswegen heißt er Shiloh und so weiter und so fort. Welchen Charakterzug beschreibt also Michael? Michael heißt übersetzt, wer so ist wie Gott. Frage. Wenn ich sage, Paul ist wie Markus, ist das eine sinnvolle Aussage? Welche Frage würdet ihr wohl haben, wenn ich sage, Paul ist wie Markus? Wer ist Markus? Aber noch genauer, wie ist Markus? Wenn ich also sage, Michael ist der, der so ist wie Gott, muss ich die Frage stellen, ja, wie ist Gott eigentlich? Denn wenn ich weiß, wie Gott ist, weiß ich auch, wie Michael ist. Frage, wie ist Gott? Also wie Michael. Danke, sehr clever. Wie ist Gott? Mächtig, barmherzig, gerecht. Von allen Eigenschaften gibt es, glaube ich, eine Eigenschaft, die besonders hervorsticht und die alles andere letztendlich mit einbezieht. Und das ist diese hier. Gott ist nicht nur liebenswürdig oder liebevoll, er ist die Liebe. Und deswegen ist er gerecht, deswegen ist er barmherzig, deswegen ist er mitfühlend, deswegen ist er und so weiter und so fort. Gott ist die Liebe. Wenn Jesus Michael ist, dann ist Jesus also was? Jesus ist die Liebe. Warum hat Satan gegen Jesus gekämpft? Weil er der Retter war? Nein. Weil er die Kommunikationsbrücke, das Wort war? Nein. Warum hat er gegen Jesus gekämpft? Weil Jesus denselben Charakter hatte wie Gott, weil er die Liebe ist. Aber was genau wäre jetzt die nächste Frage, die ich mir stellen muss, wenn ich weiß, Jesus ist die Liebe? Was ist Liebe, nicht wahr? Weil heute verstehen Menschen alles Mögliche unter Liebe. Sie sagen, ich liebe es und meinen damit irgendeinen ungesunden Burger. Also was ist Liebe in der Bibel? 1. Korinther 13 beschreibt die Liebe, da sagt sie, die Liebe ist das und jedes und solches, aber da steht nicht die Liebe, also was die Liebe eigentlich ist. Sie beschreibt die Eigenschaften der Liebe. Schlag mit mir gemeinsam auf in Römer 13, Vers 10. Römer 13, Vers 10. Dort heißt es, in Römer 13, Vers 10, ganz interessanter Vers, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die was? Die Erfüllung des Gesetzes. Und nur falls irgendjemand eine Frage hat, welches Gesetz da gemeint ist, schaut mal die Verse vorher an, um welches Gesetz geht es wohl? 10 Gebote werden sogar zitiert, nicht wahr? Was ist Liebe? Die Erfüllung der 10 Gebote. Also, Michael ist der, der so ist wie Gott. Wie ist Gott? Gott ist die Liebe. Was ist Liebe? Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Satan kämpft gegen Michael. Damit kämpft Satan gegen wen? Gegen den Charakter Gottes. Was ist der Charakter Gottes? Satan kämpft gegen die Liebe. Was ist Liebe? Die Erfüllung des Gesetzes. Wogegen kämpft Satan an? Gegen das Gesetz. In Offenbarung 12, Vers 7 steht letztendlich, wenn wir es genau studieren, dass Satan gegen das Gesetz gekämpft hat. Denn er kämpft nicht so sehr gegen Jesus oder gegen das Wort oder gegen das Lamm, er kämpft gegen Michael, er kämpft gegen diesen Charakterzug von Jesus, dass er wie ist wie Gott.
Und das Wesen Gottes kommt zum Ausdruck im Gesetz Gottes. Das heißt, noch bevor wir zu Jesaja 14 gehen oder Hesekiel 28, sagt schon dieser Vers, wenn wir den Namen genau studieren, das aus. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Und zwar hier, damals sogar, eine ganz andere Stelle, ganz andere Situation. Und zwar, das ist, glaube ich, da steht es, 1. Samuel 1, Vers 3. Ich denke, ihr kennt die Geschichte von Samuel. Da heißt es hier, dieser Mann nun ging hin, Jahr für Jahr, das geht um den Vater von Samuel, hinauf auf seiner Stadt, um den Herrn der Herrscher anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Jetzt, ich habe vor einiger Zeit mal eine Predigt gehalten oder ausgearbeitet über Samuel. Und als ich das so alles studiert habe und gelesen habe, mache ich es mir meistens zur Angewohnheit, einfach aus Kuriosität, falls da etwas Interessantes dabei sein sollte, denn es ist nicht immer notwendigerweise der Fall. Nicht jeder biblische Name hat immer eine direkte Bedeutung für die Geschichte. Aber es kommt oft vor. Deswegen schaue ich jedes Mal nach, was bedeuten die Namen. Und so wollte ich wissen, was bedeuten Hophni und Phinehas? Und dann habe ich das Wörterbuch aufgeschlagen. Und das ist, was man rausbekommt. Hophni bedeutet, es kommt von der Wurzel Faust. Okay? Faust. Jetzt, wenn ihr das Wort Faust hört, woran erinnert euch das? Wer fühlt sich an Barmherzigkeit erinnert, wenn er an eine Faust denkt? Oder an Liebe? Woran denkt ihr beim Gedanken Faust? Kraft, Gewalt, nicht wahr? Irgendwie sowas. Und Phinehas heißt Mund einer Schlange. Jetzt, woran denkt ihr da? Beim Mund einer Schlange. Lüge, nicht wahr? Weil die erste Schlange aus ihrem Mund kam, das erste, was da kam, war eine Lüge. Okay, Hophni und Phinehas. Schauen wir einen Moment weiter. Es heißt dann weiter im nächsten Kapitel, aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Und da habe ich gedacht, Belial, meine Güte, wer ist Belial? Und habe wieder nachgeschaut im Wörterbuch. Und da kriegt man dann Folgendes raus. Belial heißt wörtlich übersetzt unwürdig oder ohne Nutzen. Weiß nicht, wer das Gefühl hat. Nein, lassen wir es. Belial, unwürdig ohne Nutzen. Aber so ganz hat mich das noch nicht befriedigt. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Wörterbücher hilfreich sind, aber sie sind nicht alles, was wir brauchen, nicht wahr? Die Bibel ist da immer noch ein bisschen konkreter. Denn es gibt einen Text, wo das Wort Belial noch vorkommt. Die Bibel hat noch mehr zu sagen als die Konkordanz. Schauen wir mal gemeinsam in 2. Korinther 6, Vers 15. Da gibt es eine interessante Aussage, da verwendet der Paulus dieses Wort Belial und er sagt, wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Also der Paulus kontrastiert ja Licht und Finsternis, Gläubige und Ungläubige, Christus und Belial. Jetzt, wenn ihr diesen Kontrast seht, für wen steht wohl Belial? Für Satan, nicht wahr? Die Söhne Hophni und Phinehas waren also Söhne Belials. Wir würden jetzt einsetzen, sie waren die Söhne Satans, okay? Sind wir soweit auf derselben Seite? Jetzt stelle ich euch eine schwierige Frage, okay? Wenn ihr die Söhne des Teufels seid, wer ist euer Vater? Wer ist unser Vater? Wer ist dann euer Vater, wenn ihr die Söhne des Teufels seid? Der Teufel. Moment mal, gibt es irgendwo eine Aussage in der Bibel, wo es heißt, ihr habt den Teufel zum Vater? Wer hat das gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater? Wo hat er das gesagt? Das ist oft im Bibelstudium. Plötzlich merkt man, da war doch irgendwas, nicht wahr? Und dann, wenn man das nicht gleich findet, dann schaut man in die Konkordanz oder ins Online-Programm und schreibt dann, nicht wahr, Vater, Teufel und noch ein anderes Wort. Und dann findet man das ganz schnell. Es ist nämlich in Johannes 8, Vers 44. Da sagt Jesus nicht zu irgendwelchen Ungläubigen, sondern zu den Theologen seiner Zeit, ihr habt den Teufel zum Vater. Also wer waren das eigentlich? Das waren Pharisäer. Also wenn sie den Teufel zum Vater haben, dann waren sie Söhne des Teufels, richtig? Oder Belials Söhne, sozusagen. Und schaut mal, was er dann sagt. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun, der war ein was? Menschenmörder. Von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Und schaut, wie er weitergeht. Denn Wahrheit ist nicht in ihm, wenn er die was redet? Lüge redet. So redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Was heißt Hophni nochmal? Faust. Was heißt Phinehas?
Mund der Schlange. Sie waren Söhne des Teufels. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr habt den Teufel zum Vater, ihr seid Menschenmörder und ihr redet die Lüge. Wenn man die Namen Hoffni und Pinchas studiert, versteht man plötzlich, dass Jesus quasi ein bisschen versteckt zu den Pharisäern gesagt hat, ihr seid wie Hoffni und Pinchas. Ihr seid wie Hoffni und Pinchas. Glaubt ihr, die Pharisäer haben das verstanden? Ich bin mir sicher. Die Bibel sagt uns, dass die Pharisäer sehr oft verstanden haben, dass Jesus so von ihnen geredet hat. Jesus macht sehr deutlich, dass die Pharisäer mit all ihrer äußeren Heiligkeit innen drin völlig verdorben waren. Schauen wir noch ein Beispiel an in Bezug auf Daniel 8, Vers 14. Und das ist ganz einfach. Was heißt eigentlich Daniel übersetzt? Gott ist mein Richter. Es ist interessant, dass das Buch in der Bibel, das von allen am meisten über das Gericht Gottes spricht, in Daniel 7 und Daniel 8 von jemandem geschrieben worden ist, der mit Namen übersetzt heißt, Gott ist mein Richter. Wenn ihr die kleinen Propheten studiert, hat jeder einzelne Name dort immer eine Bedeutung für die Botschaft des Buches. Und wenn ihr das weiter anschauen wollt, könnt ihr zum Beispiel in Offenbarung 7, Vers 5 bis 8, das ist übrigens eine ganz tolle Aufgabe, das kann jeder von euch machen, in Offenbarung 7, Vers 5 bis 8, die 12 Namen der Stämme Israel, die dort von den 144.000 beschrieben werden, mal nachschauen, was diese 12 Namen bedeuten. Die werden nämlich in Offenbarung 7 in einer ganz seltsamen Reihenfolge aufgelistet. Und wenn ihr die Namen, könnt ihr übrigens ohne Wörterbuch rausbekommen, weil alle Namensbedeutungen in 1. Mose vorkommen, wenn die Kinder geboren werden. Und wenn ihr die alle mal aufschreibt und der Reihenfolge lest und so untereinander schreibt, wie sie in Offenbarung 7 vorkommen, werdet ihr erstaunt sein. Außerdem in der Geschichte von Elia gibt es viele solcher Namensideen. Oder natürlich, was bedeutet Simon Petrus? Was bedeutet Barabbas? Wenn ihr das mal rauskriegt, dann werdet ihr die Geschichte ganz neu sehen. Oder natürlich auch Methusalem. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte eine Geschichte mit euch teilen. Und zwar über eine Hochzeit. In dieser Kultur, da ist am Tag der Hochzeit the bride's best friend. Da ist dann der best friend ist der Trauzeuge. We call it in America the maid of honor. Ist der Trauzeuge, okay, oder? Anyway. Ja, der Trauzeuge, ganz genau. Ja, ja. She would give a little speech in honor of her friend. Ah, dann wäre die Trauzeugin, sie hat eine Rede gehalten. And she actually wanted to read a Bible verse before she gave her little talk. Und sie wollte einen Bibelvers zitieren vor ihrer kleinen Rede. And, you know, it's a wedding, so she wanted to choose something with love. Und sie wollte also mit dieser Hochzeit einen Vers nehmen, der von der Liebe spricht. So she found 1 John 4:18. Und dann hat sie 1. Johannes 5 Vers 8 gefunden. And this is what 1 John 4:18 says. This is a great verse for a wedding. 1. Johannes 4 Vers 8, Entschuldigung. She read just the first part. She wanted just the first part. There is no fear in love. 1. Johannes 5. But perfect love casteth out fear. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. So, she had this all ready and she prepared her speech. Also, sie hatte das schon alles fertig, hat ihre Rede vorbereitet. And then the day of the wedding came. Und der Tag der Hochzeit kam. And she got nervous. Und sie wurde recht nervös. And her plan was, und ihr Plan war es jetzt gewesen, since the pastor was already like there, weil der Pastor sowieso schon da war, she would ask the pastor to read the verse, dass der Prediger jetzt den Vers lesen würde, and then she would read, she would give her little speech. Und dann würde sie danach die kleine Rede halten. So she got ready. Sie ist also hat sich bereit gemacht. And then it was her turn. Und dann war sie dran. But she was nervous. Aber sie war so nervös. And so when she got up, wenn sie also als sie aufgestanden ist, instead of saying to the pastor, hat sie anstatt zu sagen zum Prediger, Pastor, can you read 1 John 4:18? Anstatt zu sagen, Pastor, könntest du 1. Johannes 4 Vers 18 lesen? She actually said, Pastor, can you read 1 John 4:18? Dann hat sie im Englischen ist das Wortspiel noch besser, hat sie also gesagt, könntest du zuerst, also statt erste, sagt, könntest du zuerst Johannes 4 Vers 18 lesen? Do you notice the difference? Wisst ihr, was der Unterschied ist? So she wanted to say, Pastor, read 1 John 4:18. Sie wollte sagen, Johannes, Prediger, lese 1. Johannes 4, Vers 8.
Instead, she said, "Pastor, can you read first John 4:18?" Stattdessen hat sie gesagt, also Prediger, könntest du erstens, also erstens Johannes 4 Vers 18 lesen. This is what John 4:18 says. Und das, was Johannes 4 Vers 18 sagt. Yeah, you already know. John 4:18 says, "For thou hast had 5 husbands." Und da heißt es, denn du hast 5 Männer gehabt. And he whom thou now hast is not thy husband. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. So it was a little thing. Das war nur eine Kleinigkeit. Do you notice? It was just a small detail. Es war nur ein kleines Detail. But details are important. Aber Details sind notwendig und wichtig. I want to do a quiz with you. Ich möchte einen Quiz mit euch machen. So you don't have to look for this in the Bible, but I just want you to see if I want to see how well you pay attention to details. Ich möchte, ihr solltet sich in der Bibel jetzt nachschlagen, aber ich möchte einfach wissen, wie gut ihr auf Details achtet. Oh, by the way, we should read a little statement first. Aber wir sollten hier noch ein kleines Zitat lesen. Many a portion of scripture which learned men pronounce a mystery. So mancher Abschnitt der Schrift, den Gelehrte als Geheimnis bezeichnen, or pass over as unimportant, oder als unwichtig abtun, is full of comfort instruction to him who has been taught in the school of Christ. Ist voller Trost und Belehrung für denjenigen, der in der Schule Christi unterrichtet wurde. So, and then it says, minds that are quickened by the Holy Spirit, Gemüter, die durch den Heiligen Geist belebt wurden, will discern the value of these sayings. Werden den Wert dieser Aussprüche wahrnehmen. They will discern the precious gems of truth, though these may be buried treasures. Sie werden die kostbaren Juwelen der Wahrheit erkennen, auch wenn diese vergrabene Schätze sind. Again, we have all of these statements in the PowerPoint. So und wir haben natürlich alle Zitate auf der PowerPoint-Präsentation. So here's, wait, is this? Yeah, it's a parable. Okay. No, it's because. Oh, okay, okay. Oh, yeah, yeah, okay. So one day I was doing a seminar in China. Ich habe eines Tages mal ein Seminar in China gehalten. It was on the outskirts of Beijing. Und es war so im Außenbezirk von Peking. And after the seminar was over. Und als das Seminar zu Ende war, we had a question and answer time. Gab es eine Frage- und Antwortstunde? And I remember the year. This is important. Und ich erinnere mich an das Jahr, weil das jetzt sehr wichtig ist. The year was 1996. This is when I was there. Das Jahr war 1996. Das war das Jahr, wo ich da war. So in the question and answer session, someone raised their hand. Also in der Frage-Antwort-Stunde hebt jemand seine Hand. And this is what they asked. Und das, was sie gefragt haben. They said, "Why does the Bible say?" Sie sagten, warum sagt die Bibel? No, what they asked was, will Jesus come next year? That's what they asked. Sie haben gefragt, wird Jesus nächstes Jahr wiederkommen? And I said, you know, why would you think that? Und ich habe gesagt, also, ja, wie kommt ihr darauf? And so this is what they said in the book of John. Und da haben sie gesagt, aus folgendem Grund, denn im Buch Johannes, when the disciples went fishing, als die Jünger hinausgefahren sind, um zu fischen, the Bible actually says that they caught 153 fish. Dass sie 153 Fische gefangen haben. And they said, if you take 1844, und haben gesagt, wenn du 1844 nimmst, and you add 153, und man 153 dazu rechnet, you come to 1997. Kommt man 1997 raus. Can somebody tell me why that's wrong? Kann mir jemand sagen, warum das total daneben ist? It's not that hard. Also es ist nicht so schwer, jetzt das zu sagen, oder? What's wrong with that? Was yes. The Bible says there will be no time. No, Revelation 10. That's a great answer. Das ist eine ganz fantastische Antwort. A simpler answer. Eine einfache Antwort wäre. The Bible has no verse that says a fish for a year. Die Bibel hat keinen Vers, wo steht, ein Fisch repräsentiert ein Jahr. Right. So, the illustration is to say this. Die Illustration soll uns Folgendes vermitteln. Small details matter in the Bible. These quotes make that clear. Also kleine Details sind äußerst wichtig in der Bibel. But then we can go to the other extreme of focusing like so much on the minutia of some things in the Bible. Aber dann können wir auch ins andere Extrem gehen und die kleinsten minutiösen Details überinterpretieren. And so Ellen White says this parable. She's speaking about the parable, I believe, of the importunate widow, the widow who kept going to the judge. Ja, und Ellen White spricht ja, glaube ich, von dem Gleichnis von der Frau, die immer und immer wieder zu dem Richter gegangen ist. She says, this parable presents details which are needed for the filling out of the picture, but which have no counterpart in its spiritual significance. Also das heißt, dieses Gleichnis präsentiert Details, die für das Ausschmücken des Bildes gebraucht werden, aber in der Auslegung keine geistliche Bedeutung erhalten. And then it says, the attention should not be diverted to them. Die Aufmerksamkeit sollte nicht auf sie gerichtet werden. Certain great truths are illustrated, and to these our thought should be given. Bestimmte
großartige Wahrheiten werden illustriert und diesen gehören unsere Gedanken. Some of you by nature are more detail oriented. Manche von uns sind von Natur aus mehr auf Details ausgerichtet. I suffer from a mild case of something called OCD. Also ich habe so eine schwache Version von OCD. It means obsessive compulsive disorder. Meine Güte. What's that? Okay. ich habe so eine ganz leichte Zwangsstörung. Dankeschön. Like when I see an audience like this. Also wenn ich so eine Zuhörerschaft vor mir sehe. It actually irritates me that the seats are not all straight. Irritiert es mich eigentlich, dass die Sitze nicht alle gerade sind? Oh, yeah, that's true. So by nature, I like to see everything like in order, just like straight, perfect. That's just my nature. Also ich mag es natürlich, weil es eigentlich nur, wenn es wirklich alles gerade und ja, auf Linie ist. And if you're like me, und wenn du so wie ich bist, then you have a natural tendency to be very focused on minutia and details, like order and everything. Dann hast du diese Tendenz wahrscheinlich auch, so genau auf Details zu achten und Ordnung in allem zu haben. And you can fall into the pit of spending so much time studying minutia when you miss the bigger picture of the forest. Und dann kann man manchmal Zeit damit verschwenden, ganz viel die Details zu studieren und dann das große Bild völlig aus den Augen zu verlieren. By the way, if you were wondering, does the 153 fish have a meaning? Wenn ihr euch jemals gefragt habt, ob die 153 Fische überhaupt eine Bedeutung haben? Does anybody know who Louis F. Weir is? Does anybody know who that is? Hat jemand mal den Namen Louis Weir gehört? Okay, he's an Adventist scholar from Australia. Er war ein adventistischer Gelehrter aus Australien. He's dead. Er ist tot. But he has a book called How to Interpret the Bible. Er hat ein Buch, das heißt, wie man die Bibel auslegt, übersetzt. And he has an amazing explanation for why the number 153 is mentioned. Und er gibt eine erstaunliche Interpretation, warum die 153 da sind. So here's a little quiz. Hier ist das kleine Quiz. Do you remember there's a story that Jesus gave about a friend who goes to a neighbor at midnight and asks for bread? Erinnert euch, dass Jesus ein Gleichnis sagt, dass da jemand zu seinem Freund, dem Nachbarn geht und um Brot bittet? Don't look in your Bible right now. Schaut jetzt in eure Bibel hinein. Does anybody know how many loaves he asked for? Weiß jemand, um wie viel Laibe Brot da eigentlich gefragt wird? Okay, let's go on. Also machen wir weiter. So now there was a parable that Jesus gave of a fig tree in Luke 13. In Lukas 13 gibt es so ein Gleichnis von einem Feigenbaum. Does anybody know where it was planted? Weiß jemand, wo der gepflanzt war? Just raise your hand if you do. Wenn ihr es wisst, hebt eure Hand. Okay, one person knows. Eine Person weiß es. Okay, now all of these details, they have a meaning. So I'm trying to emphasize the importance of looking at details. All diese Details haben nämlich eine spezielle Bedeutung für das Gleichnis, deswegen betone ich das gerade so. Do you remember Jesus told a parable about a man who found a treasure? Do you remember this parable? Kennt ihr das Gleichnis von Jesus, wo ein Mann einen Schatz im Acker findet? Schatz im Acker findet. Does anybody know what he did with it after he found it? Like right after he found it. Wisst ihr, was er damit gemacht hat, direkt nachdem er ihn gefunden hat? So we have like 5 or 6 people. That's great. Ja, einige haben Wissens. So the reason I'm telling you this is because it's imperative if you want to be a good Bible student. Ich möchte euch das deswegen sagen, es ist nämlich äußerst wichtig, wenn ihr ein guter Bibelstudent sein wollt. You have to pay attention to details. Dann müssen wir aufmerksam auf die Details achten. Now, given how much time we have, what should we do? Just go on. Just keep going. Okay. I'm going to ask you to turn with me to Mark 14. Schaut mal mit mir in Markus 14, Vers 51. And I'd like you to look with me at verse 51. Und dort Vers 51. Now, in college, we had a week of prayer speaker that came to our school. Als ich im College war, da kam ein Sprecher zu unserer Gebetswoche. And one of the things that he said, he had been a missionary and a preacher for many, many years. Er war ein Missionar und Prediger für viele Jahre gewesen. Und eine der Sachen, die er gesagt hat. But he challenged the ministerial students. He said, you must know, be so familiar with the Bible. Und er hat die Predigerstudenten so herausgefordert und gesagt, ihr müsst die Bibel so gut kennen. That you should be able to open it and point and preach to any verse in the Bible, and be able to preach out of any verse in the Bible. Dass ihr die Bibel öffnen müsstet, mit dem Finger auf einen Vers zeigen müsstet und zu jedem Vers der Bibel eine Predigt halten könntet. So now by nature I'm a very skeptical person. Also natürlicherweise bin ich da sehr skeptisch. And when I heard that I thought, this is a little bit extreme. Okay, that is a bit extreme. Because in my mind I thought not every passage of the Bible has truth that can be preached about. Und ich dachte bei mir so, also nicht jeder Vers in der Bibel hat jetzt so viel Wahrheit, dass man daraus eine Predigt machen kann. So then after the week of prayer or after that evening sermon, I was talking with another friend of mine. Und nach dieser Predigt habe ich dann mit einem anderen Freund gesprochen. Another theology student. Mit einem anderen Theologiestudenten. And as we were talking, I said, you know, I don't think that is true. Und ich habe gesagt, also weißt du, ich glaube das nicht, das kann nicht sein. He said, why not? Er sagte, warum nicht? He said, what verse in the Bible do you think there is no truth about?
Und dann hat er mich herausgefordert und gesagt, nenn mir mal einen Vers, von dem du glaubst, dass da keine so tiefgehende Wahrheit drin ist. And I said, well, you know, when you read some of these verses, they don't seem to have any spiritual value. Ich habe gesagt, da gibt's noch einige Verse, wenn man die liest, da gibt's scheint es gar keinen geistlichen Sinn hinter zu geben. I said to him, do you remember this story about a man who ran away naked from the Garden of Gethsemane? Kennst du dich an die Geschichte erinnern von dem Mann, der da nackt aus dem Garten Gethsemane rennt? I said, how would you preach a sermon about that? Wie soll man darauf mit einem Predigt halten? And he said, I don't know. Er sagt, ich habe auch keine Ahnung. But I believe every verse contains some truth that we can preach. Aber er hat gesagt, ich glaube, jeder Vers enthält Wahrheit, über die man predigen kann. I'm going to ask you to look with me at Mark 14. Schaut mal mit mir jetzt in Markus 14, Vers 51. And when I began to look at this verse more closely, und als ich diesen Vers genauer angeschaut habe, I began to see that this verse contains amazing truth. Da habe ich entdeckt, dass dieser Vers tatsächlich gewaltige Wahrheit enthält. Now, verse 51 is actually very short. Vers 51 ist eigentlich sehr kurz. It said there followed him a certain young man. Das heißt, und ein gewisser junger Mann folgte ihm. Now let's pause right there. Lass uns kurz hier Pause machen. Does anybody know how we can identify who this person is not? Wie können wir auf jeden Fall feststellen, wer diese Person nicht ist? Now I know that sounds strange. Also ich weiß, das klingt ein bisschen komisch. But look at the previous verse. Schaut mal im Vers vorher. It says that they all forsook him and fled. Da heißt es in Vers 50, da verließen ihn alle und flohen. That word all, dieses Wort alle, it only refers to a specific group of people. Bezieht sich auf eine bestimmte Gruppe von Menschen. So it represents the disciples. Das sind die Jünger. So based on that previous verse, also basierend auf diesem vorigen Vers, I know that the young man here was not one of the 12 disciples. Weiß ich schon mal, dass dieser junge Mann hier keiner der 12 Jünger war. But here's the second question. Aber hier ist die zweite Frage. Was he part of the group that came to trap Jesus? War er einer von denjenigen, die Jesus gefangen genommen haben? Yes or no? Ja oder nein? Some of you are saying no. Einige sagen nein. But how can you prove that? Woher weißt du das? Wie kannst du es prüfen? It's there. Where? Wo? he followed them. His clothes were like linen. No, that's not the reason, though. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. It's exactly. They tried to grab him. Ja, sie haben ja versucht, ihn zu fangen. Does that make sense? Macht das Sinn? So if they tried to grab him, clearly they wasn't part of the group that was there to capture Jesus. Wenn sie ihn versucht haben zu fangen, dann war er nicht Teil dieser Gruppe, die Jesus gefangen hat. So the first point you could make if you were to preach a sermon on this. Also wenn man jetzt eine Predigt halten würde, würde man sagen, he was not one of the 12 disciples. Er war nicht einer der 12 Jünger, who gave up everything to follow Jesus. Der alles aufgegeben hat, um Jesus nachzufolgen. At the same time, he wasn't part of the group that was there to capture Jesus. Aber er war auch nicht Teil der Gruppe, die Jesus gefangen nehmen wollte. He was somewhere in between. Er war irgendwo dazwischen. Okay, that's the first point. Das ist der erste Punkt, nicht wahr? Second point. Zweiter Punkt. In verse 51. Ja, in Vers 51. Now, this man, his name is never given. Sein Name ist uns hier nicht gegeben. Now, scholars think that this was John Mark. Also, Gelehrte sagen, es war wahrscheinlich Johannes Markus selbst. Because none of the other gospel writers give this story. Denn kein anderer gibt diese Geschichte von den Evangelisten. Because all the disciples were gone. Denn die waren ja alle verschwunden. But this Bible never mentions his name. Aber die Bibel nennt seinen Namen nicht. But it actually says what he was wearing. Aber es sagt uns, was er getragen hat. Now, isn't that odd? Ist das nicht seltsam? You know, like, it never mentions who he is. Es wird nicht gesagt, wer er ist. But then it says that, like, he was wearing linen. Aber es heißt, er hat Leinen getragen. Now, you know, it didn't even just say he was wearing a coat. Es heißt nicht, weil er hat einen Mantel getragen. Or, you know, it says he was wearing linen. Es heißt, er hat Leinen getragen. Now, there's a reason why it's telling us that. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum das uns gesagt wird. Because if you know anything about the fabric linen in the Bible, wenn ihr etwas über Leinen in der Bibel wisst, it has symbolic significance. Es hat nämlich symbolische Bedeutung. But that's not all. Aber es ist nicht alles. It doesn't just say what he was wearing, it even says how he was wearing it. Es sagt nicht nur, was er getragen hat, sondern wie er es getragen hat. Now, you know what's surprising about that? Also wisst ihr, was erstaunlich daran ist? It's like he woke up in the middle of the night because he heard the news. Es ist fast so, als wenn er plötzlich in der Nacht aufgewacht ist, weil er irgendwas gehört hat. And then in his room he just grabs whatever is there. Und er hat in seinem Raum einfach das gegriffen, was gerade da war. And you need to know something. Und ihr müsst etwas wissen. It was not customary that these Jewish people just wore like a coat and so like completely naked underneath. That was not their custom. Es war nicht gewöhnlich für einen Juden einfach nur ein Bekleidungsstück zu haben und nichts darunter. Das war nicht ihre Gewohnheit. But the fact that the linen is the only thing covering his nakedness is very significant. Aber die Tatsache, dass dieses Leinen das einzige ist, was seine
Nacktheit bedeckt ist äußerst bedeutsam. But then even more significant is the fact that he is wearing the linen, but he is not, he does, it's not secure. It's just like hanging on him. Aber was noch interessanter ist, er trägt zwar das Leinen, aber es ist nicht wirklich festgemacht. Es hängt quasi nur so an ihm. And then you know what's ironic? Look at verse 51. Und schaut mal in Vers 51. Wisst ihr, was ironisch ist? It doesn't say that they grabbed him. Es heißt nicht, dass sie ihn gefangen haben. What does it say? Was sagt es? It says, well, no, what kind of people grabbed? It didn't just say, oh, the people grabbed him. Es heißt nicht, die Menschen haben ihn gegriffen, sondern welche Menschen? The young men grabbed him. Die jungen Männer haben ihn ergriffen. So, it doesn't say his name. Es heißt nicht, dass sein Name, also sein Name wird nicht erwähnt. But we know he's a young man. Aber wir wissen, er ist ein junger Mann. And then it wasn't just anybody, it was young men that grabbed him. Aber es waren dann nicht irgendwer, die ihn gefangen haben, sondern es waren junge Männer, die ihn gefangen haben. I want to ask you a question. Ich möchte eine Frage stellen. He is left with a choice. Er hat jetzt eine Wahl. Do you see his choice? Seht ihr seine Wahl? He has two options. Er hat zwei Optionen. When they grab him, wenn sie ihn fangen, also fassen, he can stay there. Er kann dort bleiben. With Jesus. Mit Jesus. And then he won't be what? Und dann wird er nicht was sein. Er wird dann nicht naked. He won't be naked. Dann wird er nicht nackt sein. But if he stays with Jesus, aber wenn er mit Jesus ist, he has to suffer, right? Dann muss er leiden, richtig? That's one option. Das ist eine Option. What's the other option? Was ist die andere Option? To be taken captive? Yeah. Well, no, that was the first. Das ist die erste Option. But what's the other option? Was ist die andere Option? Run away. Ja, weglaufen. But if he runs away, aber wenn er wegläuft, he won't suffer. Dann wird er zwar nicht leiden. But what will happen? Was wird passieren? He'll be naked. Er ist nackt. Now, do you realize that every point of this story could be like expanded upon in a great sermon? Versteht ihr jetzt, dass man plötzlich jetzt jeden dieser Punkte in einer Predigt wirklich ausarbeiten könnte und ausführen könnte? Details matter. Details haben eine Bedeutung. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. We want to be better Bible students. Wir möchten bessere Bibelstudenten werden. So teach us through these simple principles to be better Bible students. Bitte lehre uns durch diese einfachen Prinzipien bessere Bibelstudenten zu werden. And as we enter upon the Sabbath hours. Und wenn wir jetzt bald dem Sabbat entgegengehen. May our hearts be drawn closer in communion with you. Dass mögen unsere Herzen noch näher zu dir in deine Gemeinschaft gezogen werden. In Jesus' name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.